Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema Wärmekraftwerke. Immer wenn wir das Licht anmachen, einen Kuchen backen oder Radio hören, nutzen wir Elektrizität. Aber wo kommt die her? Wie du dir wahrscheinlich schon denkst, wird sie zum größten Teil in eben diesen Wärmekraftwerken erzeugt. Um zu verstehen, wie diese funktionieren, werden wir folgende Punkte durchgehen. Erstens, was ist die innere Energie und wie hängt sie mit der Temperatur zusammen? Zweitens, wie funktioniert ein Wärmekraftwerk? Drittens, welchen Wirkungsgrad haben Wärmekraftwerke? Und viertens, was sind die Vor- und Nachteile von Wärmekraftwerken? Für das Verständnis dieses Videos ist es hilfreich, wenn du schon ein bisschen was über Temperatur, innere Energie, Wirkungsgrad und Energieumwandlung weißt. Die Themen werden aber auch hier nochmal kurz wiederholt. Um zu verstehen, wie Wärmekraftwerke funktionieren, müssen wir uns erst einmal anschauen, was man unter innerer Energie versteht und wie diese mit der Temperatur zusammenhängt. Dafür muss man wissen, dass alle Materie auf der Erde aus kleinsten Teilchen besteht. Je nachdem, ob es sich um einen festen, einen flüssigen oder einen gasförmigen Stoff handelt, können sich die Teilchen in ihm mehr oder weniger frei bewegen. Sie bewegen sich aber immer. Aus der kinetischen Energie aller sich bewegenden Teilchen ergibt sich die thermische Energie, abgekürzt mit ETH. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com